Heidelberg. Irgendwann war das Heimat. Das hat sich eingeprägt. Was ist Heimat? Ich bin schon so oft umgezogen. Heimat ist für mich das Zuhause-Sein in mir. Es nennt sich Weltenbürger. Man kann einfach in der ganzen Welt zu Hause sein, egal wo. Man ist Teil dieser Welt. Nicht mehr und nicht weniger. Ich habe oft mit meiner Tante aus Kanada darüber geredet. Genau so ist es. Ein Begriff von Heimat, von Zugehörigkeit. Das kann überall auf der Welt passieren. Ist das nicht ein tolles Gefühl? Das wäre eine Art von Zusammenhalt. Ich persönlich glaube daran, dass sich die alten Strukturen völlig überlebt haben. Wir sind in einer neuen Ära. Die Menschheit ändert sich eben. Viele von uns sind irgendwo überall zu Hause. Und vielleicht ist es eben dieses kleine, winzige Stück von Heimat. Vielleicht ein einziger Mensch schafft das, was sonst keiner schafft. Heimat. Egal wo. Wenn ich oft so in St. Petersburg mit meinen Freunden geredet habe oder auch sonst irgendwo unterwegs, ich habe sie alle ernst genommen beim Wort. Ich habe ihnen zugehört und aufgemerkt, habe mir nie etwas aufgeschrieben, habe es einfach im Geiste notiert, habe mir überlegt, wozu könnte das mal hinführen? Schreibe ich wohl mal ein Buch? Jetzt sind es mindestens schon 7 Bücher, hätte ich nie für möglich gehalten. Unbeirrt schreibt sie heute weiter. Es haben sich neue Gefährten mit zu mir dazugeirrt. Gemeinsam irren wir weiter. Richtig so. Mir fehlt es überall an Substanz. Und so schreibe ich gegen diesen Wahnsinn an. Auch wenn ich gerade 3 Schlaganfälle hinter mir habe. Es ist unvorstellbar. Das Schreiben hilft mir, mir treu und aufrichtig zu bleiben. Die meisten Menschen lügen, was das Zeug hält. Rechtsanwälte sind eine wirkliche Belastung.